Hallo, grüß Gott und guten Tag. Es ist Freitag. So langsam gehen wir aufs Wochenende zu und wir sind für euch wieder auf Sendung. Zum, und jetzt vergesse ich Zeit und Raum, 17. oder 18. Mal, ihr müsst nachschauen, live mit Montefrico TV, unserem Lockdown-Special hier aus dem Newsroom. Und ganz ehrlich, ich freue mich. Ich freue mich unglaublich, mit euch gemeinsam wieder eine Viertelstunde zu verbringen und über das ein oder andere zu plaudern. Denn es ist mittlerweile liebgewordene Tradition, wie auch die Telefonate und E-Mails im Vorfeld von so einer Sendung mit den unterschiedlichsten Leuten, mit interessierten Zusehern, die Beiträge bringen wollen und Informationen haben, die Fragen haben und auch Interviews. Und heute Morgen war es zum Beispiel so, dass wir das große Glück hatten, der Bürgermeister von Teguise, Osvaldo Betancourt, hat sich tatsächlich die Zeit genommen, auch den zweiten Teil des Interviews mit uns umzusetzen und zu realisieren. Und es war total spannend, was er zu den einzelnen Themen der Autonomous gesagt hat, wie ihm die Situation der Residenten hier auf der Insel bewusst ist und welche Rolle der Tourismus spielt und die Schwerpunkte in den Projekten. Aber darüber reden wir gleich. Was war noch? Es war noch was ganz, ganz Interessantes, nämlich der erste Genesene. Ihr habt es gesehen, das Hospital hat tatsächlich jemanden gehabt, der Covid-19 erlebt und überlebt hat und gestern tatsächlich wieder als geheilt entlassen wurde. Finde ich klasse. Das sind auch solche Geschichten, die für mich tatsächlich auch so bewegend sind. Das sind Einzelschicksale und ganz ehrlich, in Zeiten wie diesen, wo fast alles sich um Statistiken dreht und Leute, die mit Statistiken nie etwas am Hut haben, merken auf einmal, das ist eine machtvolle Munition und mit Statistiken, mit Zahlen kann man um sich schmeißen und wirkt direkt kompetent. Da gibt es ein wunderschönes Zitat von einem der grausamsten Despoten des letzten Jahrhunderts, nämlich von Josef Stalin, der da gesagt hat, Moment, ich möchte es richtig zitieren, er hat gesagt, der Tod eines Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen ist nur eine Statistik. Und genau da bewegen wir uns ja im Augenblick hin, dass wir Fallzahlen hochstilisieren, runterstilisieren und glauben, dass das etwas ist, woran man sich festhalten kann. Dem ist ja leider nicht so. Das merkt man auch jetzt, dass man hier tatsächlich aufpassen muss, welche Zahlen zu welchem Ergebnis führen und wofür man sie einsetzt. Denn es gibt wieder ein Datum, nämlich den 24., nein, den 25. April. Der steht nämlich jetzt im Raum, ist noch nicht verabschiedet, weil Pedro Sánchez, unser spanischer Regierungspräsident, kämpft derzeit noch um Mehrheiten in Madrid, denn es geht darum, den Lockdown tatsächlich bis zum 25. April zu verlängern. Was heißt das? Nun, das heißt, was da gerade passiert, ist nämlich genau das. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die ich auch heute publiziert habe über den aktuellen Verlauf in Spanien, und man vergleicht die zum Beispiel mit den Zahlen in Deutschland, merkt man, dass hier mit unterschiedlichen Methoden an den Markt gegangen wurde, aber die Ergebnisse derzeit in etwa gleich sind. Die Zahlen stagnieren irgendwo. In Spanien ist es derzeit so, die Zahlen der aktuell stetig Infektionen pro Tag sind stabil, sie steigen nicht. Also wir haben nicht mehr diesen exponentiellen Verlauf, aber sie fallen auch nicht. Das heißt, obwohl wir einen drakonischen Lockdown haben, sind die Ergebnisse im Moment ein massiver Kollateralschaden in der Wirtschaft, aber die Zahlen bewegen sich nicht anders als die Zahlen in Deutschland, was die Verlaufszahlen betrifft, die Fallzahlen betrifft. Was dramatischer, deutlich dramatischer ist, sind allerdings die Todesfälle. Also kann man auch verstehen, dass der spanische Staat sagt, wie dem auch sei, wir sind jetzt auf diesem Weg und wir gehen da weiter. Und wenn ich den Staat sage, meine ich im Moment die regierende PSOE, die Partei, die im historischen Schulterschluss tatsächlich es geschafft hat, diese stetig zerstrittene spanische Parteiengesellschaft und Parteienlandschaft hinter sich zu vereinen, in diesem ersten Schritt damals. Nun sieht es aber jetzt so aus, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass er wieder das Okay von den anderen Parteien bekommt. Also es bleibt spannend, bis Sonntag in etwa soll dann eine Entscheidung getroffen sein, ob tatsächlich der Lockdown so fortgesetzt wird, wie er jetzt geplant war, oder ob es Veränderungen gibt. Veränderungen könnten zum Beispiel sein, ja, wir verlängern ihn, aber es gibt gewisse Erleichterungen in dem einen oder anderen Bereich. Mal abwarten, das nur so als Vorabinformation an euch aus diesem Thema. Dann habe ich euch gesagt, ja, wir reden über Osvaldo Betancourt. Und da war es ja zum Beispiel so, dass Madrid ihm in die Tasche und in die Kasse greifen wollte. Nicht ihm persönlich, sondern eben der sehr, sehr gut haushaltenden Gemeinde Teguise. Dort stehen 6 Millionen offensichtlich
zur Diskussion, die man als Reserve hatte für Projekte wie jetzt zum Beispiel dieses groß angelegte Sportzentrum und auch das Zentrum der Gemeinde, das Gemeindezentrum in Costa di Gise, beides im Neubau oder in der Renovierung befindlich, verschlingen Geld, sind Projekte, in die Tigise sehr viel Hoffnung setzt, um auch die Attraktivität von Tigise sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen zu steigern. Und all das würde damit in längerfristige Planungen verfallen, wenn das Geld auf einmal weg wäre. Genauso wie Förderprogramme oder Aktionspakete, die man jetzt hier schnüren könnte. Und auch da sagt Betancourt, er tut alles, was in seiner Macht steht, und da wird man sehen, wie viel das ist, um das zu verhindern. Genauso, und das fand ich sehr spannend, das könnt ihr auch danach lesen im Interview selbst, er denkt insoweit auch an euch, damit meine ich die Residenten hier auf der Insel, indem er sagt, er ist sich sehr wohl auch der Lage bewusst, was der Lockdown für diejenigen unter uns bedeutet, die hier keine Familie haben oder nicht die gesamte Familie haben. Das heißt, anders als bei den Einheimischen, die zwar auch zum Teil auf dem Festland den weiterreichenden Familienbereich haben, Verwandtschaft, ist es bei sehr vielen Residenten ja so, dass man hier als alleiniger Part mit seiner Familie lebt und das Gros der eigenen Familie lebt dann in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in England, Irland, Großbritannien allgemein. Das heißt, auch da ist es ihm sehr wohl bewusst, dass das Rahmenbedingungen sind, die im Moment nicht sehr einfach sind. Und er lobt auch da die extrem große Disziplin, mit der die Maßnahmen derzeit umgesetzt werden. Jo, das wäre mal so ein Vorgeschmack, schaut es euch an, es ist wirklich lesenswert. Das nächste, was für mich so ein Moment war, wo ich gedacht habe, holla, da haben wir hier einen riesen Vorteil. In Deutschland scheinen einige Anwälte zu viel Zeit zu haben. Es gibt eine Abmahnwelle, keine Grippewelle, eine Abmahnwelle. Und zwar trifft die all diejenigen in Deutschland, die tatsächlich derzeit von zu Hause Mundschutzmasken in Heimarbeit nähen und kostenfrei zur Verfügung stellen, beziehungsweise sich damit einen Schnaps verdienen, indem sie sie verkaufen oder eben an große Organisationen geben. Warum? Nun, der Deutsche in seiner ureigenen Art ist da sehr spitzfindig, weil Mundschutzmasken oder Atemschutzmasken sind geschützte Begriffe und bedürfen eines CE-Zertifikats. Wenn ich also irgendwo in den sozialen Medien oder sonst irgendwo erwähne, ich würde Mundschutzmasken herstellen oder Atemschutzmasken, so ist das ein Verstoß und gegen die Kennzeichnung von medizinischen Produkten, denn darunter fallen die, und wird abgemahnt. So viel dazu, also offensichtlich im Heimoffice scheinen einige deutsche Anwälte tatsächlich allzu viel zu tun zu haben, weil hier waren Firmen, die gesagt haben, sie wollen tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, sie würden sich gerne engagieren und sie würden gerne umstellen, und da sind eben diese Begriffe gefallen und die haben jetzt erstmal eine Abmahnung am Hals, weil der Begriff falsch verwendet wurde. Aber das finde ich schon dramatisch, ganz ehrlich. Das ist so, wie wir gestern gesagt haben, auch dass jeder zum Blockwart wird, so dieses Frustrationspotenzial steigt, aber auch das Glücksrittertum aus der Krise tatsächlich hier Kapital schlagen zu wollen, während andere tatsächlich versuchen, hier in die soziale Gemeinschaft einzusteigen und auch einzuzahlen. Dann noch eins. Wir haben ja heute den Bericht gebracht über die spanische Grippe, die vor 100 Jahren grassierte, und auch ein bisschen Aufklärungsarbeit in Ergänzung zu dem, was ich gestern schon erzählt habe, geleistet. Und da gab es dann eine Rückfrage, nämlich folgende, dass die Situation doch die sei, dass eine Zwangsimpfung während der spanischen Grippe dazu geführt habe, dass es eine extrem hohe Menge an französischen Soldaten gegeben hätte, die daran gestorben wären. So hätte man lesen können. Nun, und da kommen wir wieder in diesen Bereich, überprüfe deine Quellen. Ja, es gibt solche Quellen, die sind aber extrem windig und stammen größtenteils von Multilevel-Marketing-Strukturvertriebfirmen, die Nahrungsmittelergänzungen vertreiben und die das dann tatsächlich auf ihren Seiten oder in ihren Postillen formulieren. Leute, macht euch da mit einem Gedanken einfach vertraut. Wenn es eine Zwangsimpfung gegeben hätte, die es nicht gab, dann wären unter Umständen Menschen daran tatsächlich gestorben. Zu behaupten, es wären mehr Menschen daran gestorben,
als wenn sie den Virus gehabt hätten, wäre schon gewagt. Was aber noch gewagter ist, dass es zu der Zeit überhaupt keinen Impfstoff gab. Also kann es auch keine Zwangsimpfung gegeben haben. Das nur so am Rande, aber so merkt ihr, welche Dynamik solche, ich habe gehört, ich habe geglaubt, ich habe gedacht. Lasst einfach tatsächlich eine Quelle erstmal vor eurem geistigen Auge Revue passieren, bevor ihr hingeht und tatsächlich etwas auch noch weiter verbreitet, weil es gerade so schön ins Weltbild passt. Und dann noch eine positive Nachricht. Man hat schon ein Dekret geändert, nämlich die Winzer auf der Insel, die Tierzüchter auf der Insel und auch die Kleingärtner auf der Insel, die tatsächlich irgendwo im Garten liegen haben, ein paar Weinstöcke haben oder eben ein paar Tiere haben, die sie nicht beim Haus direkt haben, können jetzt online eine Genehmigung beantragen und damit auch zur Hege und zur Pflege und zur Vorbereitung auch der Weinlese, der Weinernte später im Jahr aktiv werden, ohne dass sie Gefahr laufen, abgestraft zu werden. Also auch da denkt man mittlerweile sehr, sehr praktisch. Die Unterlagen, wenn es einen von euch trifft oder ihr Bekannte habt, für die es interessant sein könnte, die Unterlagen dazu, wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht auch dann im betreffenden Text mit drin. Kommen wir zu einem Thema, was noch sehr spannend ist. Denn ihr wisst, wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert, auch in den Foren, bei uns in der Gruppe, auf der Seite. Und ich habe da eine etwas differenzierte Sichtweise dazu. Es geht mir um meine Kreuzfahrer, um diesen Bereich des Tourismus, der für uns auf der Insel mittlerweile ein erheblicher ist. Und das nach übereinkommender Meinung aller derer, die hier tatsächlich Verantwortung tragen, die Zahlen kennen und Entscheidungen treffen. Also nicht von dem, der gehört hat, dass er Nachbar in einem Kellner ist und gemerkt hat, dass ein Tourist, der von einem Kreuzfahrtschiff kommt, ihm weniger Trinkgeld gegeben hat als ein Tourist, der tatsächlich hier mit dem Flieger hergekommen sei. Fakt ist tatsächlich, dass aufgrund der Blockade der Flughäfen, auch die Seehäfen im Zuge, also der Shutdown der Insel betrifft also auch die Seehäfen, damit kamen die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr. Und wir befanden uns in der Endphase des Frühjahrsgeschäfts, was da zusammengebrochen ist. Und nach den amtlichen Erhebungen der Insel Lanzarote und der Stadt Arrecife, die verantwortlich zeichnet, ist es so, dass tatsächlich von den angepeilten Ziel 500.000 touristische Besucher über die Kreuzfahrtschiffe, das war das Ergebnis vom letzten Jahr und man lag bis Ende Februar hier auch wirklich wieder auf demselben Ziel, werden uns 20%, es werden uns 100.000 Gäste fehlen. Nun ist es so, dass sich ja hier auch wieder Gerüchte, wie bei den Zwangsimpfungen der französischen Soldaten während der spanischen Grippe, hier kursieren ja auch Zahlen. Und sehr viele, da frage ich mich dann, woher haben die diese Zahlen? Die können die ja nur gehört haben von irgendjemandem, der sie ihnen erzählt hat. Oder sie haben gesagt, ich arbeite als Musikant am Charco, stehe in der Avenida Cesar Manrique, habe meinen Hut vor mir und ich kann spielen, was ich will. Die Leute von den Kreuzfahrtschiffen, anders als die, die mir gesagt haben, sie wohnen im Hotel in Costa de Gise, gehen vorbei und werfen kein Geld ein. Also die Erhebungsmöglichkeiten sind hier für den Einzelnen doch sehr begrenzt. Und Fakten sind folgende, dass nach den Erhebungen der Insel Lanzarote in Absprache mit den Befragungen, die bei den Touristen bzw. den Kreuzfahrtschiffunternehmen durchgeführt wurden und in Übereinkunft der Stadt Arrecife, die mit ihren angeschlossenen gastronomischen Betrieben und alleine nur mit den gastronomischen Betrieben in der Stadt Arrecife Hochrechnungen erstellt und Befragungen gemacht haben, kann man davon ausgehen, und das ist gesicherte Erkenntnis, dass ein Kreuzfahrttourist auf der Insel Lanzarote pro Tag über 50 Euro, man sagt 50 plus x, also 50 bis 55 Euro pro Tag an Umsatz macht. Und jetzt ist es eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich 100.000 mal 50 nehme, komme ich auf einen Einnahmenverlust von 5 Millionen Euro, die den kleineren Betrieben, gastronomischen Betrieben, Restaurants, genauso fehlen wie den Taxifahrern oder denen, die hier tatsächlich in Kooperation mit den Kreuzfahrtschiffen Touren anbieten. Das heißt also, auch hier ist es einfach so, man sollte auch mal hier Erkenntnis walten lassen, all diejenigen, die bisher so als Hardcore-Verteidiger des Kreuzfahrt ist evil und die lassen kein Geld hier, glauben, sie müssten, weil sie einmal diese Aussage getätigt haben und einmal diese Position eingenommen haben, diese wieder besseres Wissen oder ohne tatsächlich valide Belege zu haben, diese Position verteidigen.
Leute, gebt diese Position doch bitte auf. Ihr könnt ja nach wie vor sagen, dass ihr es deppert findet, dass da so große Schiffe im Hafen liegen, die ästhetisch nicht schön sind und dass ihr damit persönlich ein Problem habt. Das ist alles okay, finde ich sogar toll, jeder darf diese Meinung haben. Aber dass sie der Insel nichts bringen, ist eine Aussage, die durch nichts gedeckt ist und tatsächlich sogar durch die Erfahrung, die Faktenlage widerlegt werden kann. Das nur dazu so am Rande. Schließen möchte ich den Tag heute im Grunde genommen noch mit drei Informationen, die wahnsinnig wichtig sind. Das eine ist, solltet ihr tatsächlich von der Insel La Palma zuschauen. Da haben wir tatsächlich gerade eine Unwetterwarnung reinbekommen. La Palma erwartet starker Regen. Ist doch komisch. In Zeiten wie diesen relativieren sich Unwetterwarnungen, dass man nur noch milde drüber lächeln kann. Also wie gesagt, La Palma könnte stärkeren Regen geben. Wir bleiben aber auch da für euch am Ball. Sollte also tatsächlich sich Sturm, Wind, Regen oder hohe Wellen auf Lanzarote zubewegen, hier erfahrt ihr es als erstes. Ja, und dann noch zwei Tipps, weil ich habe ja gesagt, es ist Freitag und wir gehen aufs Wochenende zu. Und für diejenigen von euch, die tatsächlich noch eine Frage haben, was kann ich mir bei Netflix, was kann ich mir bei Amazon Prime oder sonst wo im Internet noch anschauen? Die 10 erfolgreichsten US-Romcoms, romantische Komödien. Es ist unglaublich, worüber es alles Statistiken gibt. Also tatsächlich, Liebeskomödien nach weltweitem Kinoumsatz in Milliarden Dollar, das muss mich auf der Zunge zergehen lassen, ganz weit vorne auf Nummer 1, Pretty Woman aus dem Jahr 1990, 463,4 Milliarden Dollar an der Kinokasse. Zweiter Platz, Sex and the City, der Film aus dem Jahr 2008 mit 415,2 Milliarden Euro, Dollar. Auf Platz 3, und Leute, das ist ein Film, eine Empfehlung für alle Männer, das kann man auch als Lehrstück nehmen, Was Frauen wollen aus dem Jahr 2002, da schenke ich mir jetzt die Milliarden. Auf Platz 4, Verrückt nach Mary, und auf Platz 5, Big Fat Greek Wedding. Das heißt also Leute, wer tatsächlich am Wochenende mal einen der erfolgreichsten Liebesfilme sehen will, da wäre eine Auswahl. Und ganz zum Schluss noch eine gute Nachricht. Und es ist schön, dass die Welt nicht stillsteht, nur weil ein Virus umgeht. Es gibt eine Mitteilung vom International Renewable Energy Institute. Und zwar sind die Zahlen erhoben und jetzt ausgewertet worden der installierten Leistungen erneuerbarer Energieanlagen. Und die Information ist recht interessant. Und zwar gibt es eine Erhebung, die das Jahr 2010 mit dem Jahr 2019 vergleicht, also 10 Jahre Verlauf. Und das Spannende ist tatsächlich, es gab hier in Gigawatt gemessen eine Verdopplung. Das wäre im ersten Schritt ganz toll, aber da seht ihr wieder Statistik, nämlich in Asien gab es eine Steigerung von 387 Gigawatt auf 1119. Das ist fast eine Verdreifachung. In Europa ist es knapp eine Verdopplung, nämlich auf 679 Gigawatt. In Nordamerika ist es ein ganz, ganz knapper Wachstum auf 391 und in Süd- und Mittelamerika auf 237. Ganz wenig getan hat sich im Nahen Osten und in Afrika. Das heißt, es geht auch da vorwärts und wir tun auch da etwas für unsere Umgebung. Und ich glaube, wenn wir die Nummer hier hinter uns haben und uns wieder diesen anderen Themen widmen, vielleicht tun wir es mit ein bisschen mehr Verständnis, weil wir merken, so einfach lässt sich die Natur mit all ihren Möglichkeiten nicht unterbuttern. Und sie zeigt uns gerade mit Verlaub, aber mit aller Konsequenz den ausgestreckten Mittelfinger. Und mit dieser Geste möchte ich euch bis morgen entlassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Morgen um 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ciao, euer Chris.